Hallo, es ist wieder Freitag. Was lag die Woche im Rathaus an? Viele Termine, viele Bereiche. Immer wieder Corona, Hygienekonzepte. Die Kitas sind da sehr betroffen, die Schulen. Wie geht es da weiter? Dann das nächste, Kinder. Wir haben uns ausgetauscht zum Schulstandort hier in Volkach, zu unserem Schulsprengel zur Weiterentwicklung der Grund- und Mittelschule. Und die Woche auch ein Thema. Die Schulkindbetreuung von unseren Grundschulkindern. Im Hort wird ja hier tolle Arbeit geleistet. Der Bedarf ist sehr hoch. Und wir haben dann hier eine Bedarfsabfrage ausgesteuert, damit wir uns da auch weiterentwickeln. Dann als nächstes war ein Workshop für Führungskräfte bei uns. Natürlich Corona-gerecht. Wir haben uns hier mit den Sachgebietsleitern, den Einrichtungsleitern ausgetauscht. Dann auch ein Thema, was wichtig ist: Radfahren an der Mainschleife für uns Bürger. Wir waren auf einem Videoseminar zu Fördermöglichkeiten von Radwegen. Wir haben ja noch die Steilstrecke und die Schotterstrecke um das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. Und da gibt es verschiedene Förderprogramme. Damit haben wir uns die Woche auch mal beschäftigt. Dann gibt es jetzt einen kleinen Werbeblock. Wir suchen für unser Bauamt noch Verstärkung, insbesondere im Bereich Tiefbau. Wenn jemand einen Bautechniker kennt oder einen Bachelor oder er kennt einen, der einen kennt, herzliche Einladung zur Bewerbung zur VG Volkach, Bereich Tiefbau. Die Bauthemen haben uns die Woche auch beschäftigt. Einmal wieder Eidechsen, dann die Baugebiete. Da hatten wir auch einige Besprechungen und auch mit einer Quartiersentwicklung an der Sommeracher Straße ist am Montag im Stadtrat. Tolles Thema für uns Bürger, viele positiven Dinge, die sich da entwickeln. Da freue ich mich auch selber drauf, dass da was vorangeht. So viel zur Woche im Rathaus. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.